Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Diesmal machen wir es anders. Kein Skript, keine Vorbereitung, komplett spontan und aus dem Bauch raus. Keine Cuts, direkt so, wie es kommt. Ihr wisst es, Freunde, ich habe seit ihr mich kennt, seit ich den Kanal habe, immer wieder das gleiche Problem. Ich verkompliziere das, was ich im Kopf habe, zu so einem hohen Maß, dass ich am Ende im Grunde fast gar nicht mehr imstande bin, selbst aus einer einfachen Thematik ein Video zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, okay, ich muss das so krass in Szene setzen, ich muss das Beste aus der Thematik rausholen, ich muss das cinematisch machen und es muss ein Video geben und einen Trailer geben und nein, heute nicht. Heute erzähle ich euch davon, wie ich versuche, meine Träume wahr werden zu lassen, wie ich versuche, im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür zu tun, dass ich das, was ich liebe, machen kann. Heute möchte ich euch erzählen, welches Ereignis dieses Jahr noch passiert, wenn alles gut läuft, und was genau ich da machen werde. Wie ihr es wahrscheinlich am Titel schon gesehen habt, geht es um die Thematik Japan. Und viele von euch haben sich gefragt, Flo, jetzt bist du ja wieder in Deutschland, was passiert eigentlich mit dir? Was passiert eigentlich nächstes Jahr? Was passiert eigentlich dieses Jahr? Wann gehst du wieder nach Japan? Und da ich diese Frage nicht beantworten konnte, bin ich dieser Frage so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und kürzlich gab es ein Ereignis in meinem Leben, wo ich feststellen musste, dass ich schon wieder anfange, die Dinge, die ich eigentlich machen möchte, sehr weit hinten anzustellen. Und ich habe versucht, dieses Jahr, seit ich in Deutschland angekommen bin, was ja im Grunde schon wieder letztes Jahr war, alles dafür zu tun, um zumindest, auch wenn ich keine richtige Richtung habe, in die es geht, zumindest mit all meiner Energie, all meiner Kraft, daran zu arbeiten, dass ich relativ schnell wieder nach Japan komme. Für egal wie lange. Hauptsache, ich kann wieder relativ schnell dahin. Aber was ich auch nicht wollte, ist, dass es so eine kopflose Sache wird. Wisst ihr, dass ich einfach hingehe und dann so wie die letzten 4 Jahre, die ich da gelebt habe, einfach so mehr oder weniger kopflos einfach nur irgendwas mache. Und zu diesem Zweck habe ich mir diesmal Hilfe geholt. Ich habe viel mit Freunden gesprochen. Ich habe viel überlegt, was man machen kann. Ich habe viel überlegt, wenn ich nach Japan gehe, wenn ich dieses finanzielle Investment mache, wenn ich jetzt dafür arbeite, alles beiseite zu legen, um vielleicht nochmal eine kleine Reise machen zu können, wofür will ich die eigentlich einsetzen? Was ist eigentlich das Ziel? Es ist einfach nur momentane Befriedigung sozusagen. Also, ey geil, ich bin jetzt wieder in Japan gewesen. Okay, cool, bis zum nächsten Mal. Oder will ich eigentlich effizient an ein paar Sachen arbeiten und will ich eigentlich ETZM auch wieder die Chance geben, ein bisschen mehr Content zu haben, der so ein bisschen zurück in die Anfänge des Kanals geht, also wirklich Japan von der anderen Seite zu zeigen, vielleicht zu zeigen, was man alternativ tun kann, um das Land nicht unbedingt ja, zu einem schlechteren Land zu machen oder in eine merkwürdige Richtung zu lenken, was den Tourismus angeht, also einfach Alternativen aufzuzeigen, was auch das Reisen angeht oder Alternativen aufzuzeigen, wie man Japan vielleicht noch sehen könnte. Sorry, ich war gerade mega abgelenkt, weil hier laufen einfach 8 schwer bewaffnete Polizisten lang und ich bin einfach in so einem, keine Ahnung, mega friedlichen Park, bei dem übrigens natürlich immer mal wieder Leute im Hintergrund langlaufen können. Genau, das ist sozusagen die Grundidee gewesen. Also wenn ich hingehe, kann ich das irgendwie so machen, dass es Hand und Fuß hat und nicht irgendwie einfach nur hingehen des Hingehens wegen. Und deswegen wird es so sein, dass, wenn alles gut geht, immer vorausgesetzt, man ist gesund, also ich bin gesund, alles klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, werde ich 2 Monate dieses Jahr nochmal nach Japan gehen. Und es wird diesmal einen extrem festen Plan geben, was getan wird. Es wird einen Content-Plan geben. Und ich möchte euch schon verraten,
dass die Sachen, die produziert werden, die Sachen, die gemacht werden, nicht ausschließlich nur für ETZM passieren werden, sondern ich versuche, an etwas zu arbeiten, was größer als ETZM ist, was mehr in die Zukunft gedacht ist. Aber ein großer Teil meines Lebens wird dieser Kanal sein und deswegen wird es für diesen Kanal natürlich auch einen, wenn alles so bleibt wie geplant, großen Batzen an Content geben, der für euch zur Verfügung stehen wird. Das Ganze wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie ich es mir jetzt überlegt habe, viel professioneller werden als vorher. Also anders gesagt, es wird natürlich einfache Videos geben wie Walk-Videos. Es wird einfache Videos geben wie einfach nur Daily Vlogs oder sowas. Also davon soll es viele geben. Natürlich je nach Wetterlage, je nachdem, was dann so passiert. Aber es ist auch der Plan, in dieser sehr kurzen Zeit wirklich zu versuchen, unglaublich hochwertigen Content zu filmen, den man dann im Nachhinein editieren kann. Und da werden sich zum Beispiel die Interviews einreihen. Ich möchte so viel verraten, dass im Moment mit vielen Leuten vor Ort Interviews geplant sind. Interessanten Menschen, sehr interessanten Menschen, die wirklich tief in Japan drin stecken. Nicht nur Japaner, sondern auch Leute mit vielleicht halbjapanischem Hintergrund oder Leute mit vielleicht einfach nur asiatischem Hintergrund, die in Japan Fuß gefasst haben oder Ausländern, die in Japan sehr, sehr lange leben. Also es wird eine bunte Mischung einfach aus Leuten, die sich vorwiegend, wahrscheinlich sogar ausschließlich, aber ich sag mal vorsichtig vorwiegend, im ländlichen Japan aufhalten, sich tief in Japan integriert haben und es wird darum gehen, euch ein Stück weit in diese Welt zu entführen. Das ländliche Japan, das zurückgezogene Japan. Es wird um die Frage gehen, gibt es eine Möglichkeit, Japan gesund zu revitalisieren? Es soll Podcasts geben, auch in der englischen Sprache. Da muss ich noch gucken, wie wir das mit ETZM verknüpfen. Es gibt auf jeden Fall einen extrem ausgearbeiteten, sehr, sehr vollen Plan. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es überhaupt von irgendwas einen Plan gibt. Es gibt in meinem Leben keine Pläne. Gab es noch nie. Ich möchte damit mal versuchen, ein bisschen anzufangen. Gerade wenn ich nur eine bedingte Zeit habe, die ich irgendwo verbringen kann. Und das wird das erste Mal sein, dass ich nach Japan gehe und versuche mit einem Plan, mit einem Partner, mit Leuten, die mitwirken wollen, mithelfen wollen, versuche, was auf die Beine zu stellen. Und es soll nicht das einzige Mal bleiben. Ich möchte dazu auch noch was sagen. Es geht da viel um die Visasituation. Ich darf innerhalb eines Jahres mich als Deutscher 6 Monate in Japan aufhalten und habe dann für den Rest des Jahres sozusagen eine Einreisesperre. Das heißt, effektiv bleiben mir in einem Jahr, wenn alles gut geht, 6 Monate, die ich nutzen könnte, um an bestimmten Dingen zu arbeiten. Natürlich ohne Bezahlung, denn es ist ja nur ein Touristenvisum. Und ich möchte eigentlich in den nächsten 2 Jahren, wenn es geht, diese Situation ausnutzen und versuchen, mein Leben hier in Deutschland, mein finanzielles Leben, alles, was ich tue, darauf auszurichten, in meinem Leben zu versuchen, diesen Wunsch, den ich habe, in Japan was zu reißen, was ein bisschen tiefer geht, mich in diesem Land künstlerisch zu verwirklichen, mich in diesem Land irgendwie, soweit es geht, zu integrieren, auf kurze oder lange Zeit, je nachdem, wie die Chancen stehen, euch einen Mehrwert zu produzieren, der aber nicht nur oberflächlich darauf ausgelegt ist, okay, wie kann man schnell erfolgreich sein, sondern gibt es irgendwie noch eine Ebene darüber? Daran arbeite ich gerade im Hintergrund sehr, sehr viel. Finanziell, aber auch planungstechnisch, kommunikationstechnisch. Ich versuche wirklich alles, im Grunde auf täglicher Basis, um ja, die Zeit, die ich da haben werde, dieses Jahr oder auch nächstes Jahr, so effektiv wie möglich zu gestalten,
damit für alle, also nicht nur für mich und für die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten werde, sondern auch für euch, ein gewisser Mehrwert entstehen wird. Und eine Arbeit, eine künstlerische oder auch nicht künstlerische Arbeit passieren wird, auf die ich stolz sein kann. Und dafür gebe ich alles. Sehr, sehr viel. Jeden Tag. Warum ich euch das erzähle, ist nicht nur, um euch mitzuteilen, dass das jetzt gerade die Situation ist, sondern auch, weil ich glaube, dass es nicht richtig vollständig wäre, euch, so wie ich es eigentlich geplant hatte, einfach nur zum Beispiel einen Trailer zu geben, der dann nur ganz kurz ist und der sagt, ihr dachtet, es ist vorbei? Ist es nicht. Ich bin wieder in Japan. Es würden einfach anderthalb Jahre Hintergrundinformationen fehlen, wie es dazu gekommen ist. Und deswegen habe ich mir diesmal überlegt, mache ich genau dieses Video, wo ich mich hinsetze und einfach nur ohne Nachdenken, es war nicht mein Plan, heute ein Video zu machen. Ich bin rausgegangen, weil ich fotografieren wollte. Ich habe die Kamera eh immer bei. Und jetzt dachte ich mir, weißt du was, ich setze mich jetzt hier hin. Licht ist gut, alles cool, ich bin entspannt. Los geht's. Weil diese anderthalb Jahre, die dazwischen stehen werden, das heißt, wenn ich wieder in Japan bin, sind es genau, anderthalb Jahre? Nee, dann ist es genau ein Jahr. Dann ist es genau ein Jahr her, dass ich in Japan war. Ihr könnt sagen, fast auf den Tag genau, auf den Monat, auf die Woche genau. Und dann einfach euch zu sagen, ey, ich bin jetzt wieder da, das wäre sehr unvollständig, weil dazu gehört, dass ich, seit ich zurückgekommen bin, natürlich viel Struggle hatte, ne? Mentalen Struggle, Nase juckt, mentalen Struggle, vieles, was natürlich keiner mitbekommen hat, die ganzen einsamen Nächte, wo ich geheult habe, dass ich jetzt wieder in Deutschland bin, die ganzen Momente, an denen ich daran gezweifelt habe, wie es weitergehen soll, erstmal nach 4 Jahren wieder in Deutschland anzukommen, mich neu zu sortieren, neu aufzubauen. Das konnte ich auch gar nicht mit euch kommunizieren. Ne? Also ich habe mich manchmal gar nicht getraut, das zu kommunizieren, weil ich auch nicht irgendwie rumheulen wollte oder sowas. Und B, es ist natürlich auch irgendwie ein unangenehmes Thema, ne? dass man nicht so richtig weiß, wie es mit dem Leben weitergeht. Aber es ist Teil der Sache. Und dieses Video dient minimal auch ein bisschen dazu, auch das zu kommunizieren, dass es natürlich ein Jahr lang auch extremen Struggle gab und große Ängste, ne? Aber dass ich von Anfang an, seit meiner Rückkehr, mir gesagt habe, egal Mann, egal wie traurig ich bin, egal wie ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, egal was ist, ich werde weitermachen und ich habe einen Traum und ich habe nach wie vor das Bedürfnis, mich in Japan künstlerisch zu verwirklichen und euch in bestimmte Situationen einzuladen, in meinem Leben, auch in meinem Leben in Japan. Und daran werde ich arbeiten und das werde ich nicht aufgeben. Und wenn ich wirklich keine Ahnung was tun muss, ich werde auf meine Art und Weise daran arbeiten. Ich dachte gerade, hier ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Hase oder so. Na, ist glaube ich nur ein Vogel. Ja, und das habe ich gemacht. Also das gehört zu dieser Story. Und es wird einen kleinen Filmtrailer geben. Ich bin jedenfalls gerade dabei, einen zu machen. Ja, ein ganz kleines Kunstprojekt, sage ich jetzt mal. Es ist jedenfalls mein Wunsch, eins zu machen. Und ich arbeite da gerade schon relativ effektiv dran, immer wenn ich Zeit habe. Auch heute habe ich wieder ein bisschen daran gearbeitet. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Es wird eher dramatisch, das kann ich euch schon mal sagen. Und in diesem kleinen Trailer spiegelt sich auch ein bisschen die Dramatik wieder. Also ihr werdet, sollte dieses Projekt so online gehen, wie ich es mir vorstelle, in diesem Trailer auch ein bisschen vielleicht sehen, oha, warum hat er keinen positiven Trailer gemacht? Also es ist ja nicht negativ, aber warum hat er keinen so richtig farbenfrohen, lustigen Trailer gemacht? Und das ist einfach, weil der Weg von jetzt nach wieder nach Japan zu gehen, ein unglaublich steiniger war, weil dazu nicht einfach nur die Entscheidung gehört, hey, ich gehe jetzt nach Japan, weil ich nehme jetzt einfach den günstigsten Flug und finanziell klappt es schon irgendwie. Nein, dazu gehört noch viel mehr. Dazu gehört natürlich eine Familie, die ich wieder mal für eine längere Zeit hinter mir lasse. Dazu gehört natürlich Liliko, die dann auch wieder alleine ist. Dazu gehören viele Entscheidungen, die man hinter den Kulissen immer nicht sieht, die mir natürlich wehtun und anderen natürlich auch, ja, wehtun bzw. Fragen bereiten. Und ich möchte einfach, dass ihr das auch wisst. Das gehört auch dazu. Solltet ihr zum Beispiel euch in eurem Leben auch zu einem ähnlichen Lebensweg entscheiden, wie ich den gehe, sollte man das wissen. Denn das ist die dunkle Seite des Reisens, das ist die dunkle Seite im Leben, keinen Plan zu haben. Das ist die dunkle Seite, nenne ich das jetzt mal,
davon, seine eigenen Träume zu verwirklichen, dass andere dabei manchmal auf der Strecke bleiben werden und dass andere sich verletzt fühlen. Und da stehe ich natürlich oft nicht nur zwischen Baum und Borke, sondern zwischen zig Bäumen und zig Borken. Und das gehört alles dazu. Es gehört alles zu dem Projekt, was dieses Jahr noch an den Start gehen soll. Ich hoffe im Moment einfach nur, und daran arbeite ich auch, dass ich gesund bin, dass ich gesund bleibe. Ich versuche alles dafür zu tun, dass es mir gut geht, mental als auch körperlich. Ich versuche im Moment alles finanziell, was geht, auch wenn ich mich zerreiße, um diese Sache möglich zu machen. Ihr seid natürlich nach wie vor herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. Es wird von meiner Seite immer einen großen Dank dafür geben. Auch Aktionen, also Rückzahlungsaktionen in Form von Videos oder was auch immer für die Leute geben, die unterstützen, so wie die Leute, die jetzt schon lange dabei sind, auch sich immer wieder auf mich verlassen können, dass immer wieder irgendwas kommt, ein kleines Schmankerl oder irgendwas, auch wenn es bei mir manchmal länger dauert. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen, so wie immer, dass es Leute gibt, die jetzt schon so lange auf dem Kanal dabei sind. Ich weiß, es ist ein sehr langes Video, aber ich denke, es ist voll mit wichtigen Informationen, sehr tiefen Informationen, und dieses Video ist natürlich auch nur für die Leute gedacht, die eh schon ein Interesse am Kanal haben. Geht es zurück nach Japan? Ja. Wird es sehr bald passieren, dieses Jahr? Ja, wenn alles gut geht. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Ich update euch zu diesem Thema. Und ich will ganz ehrlich sein, an der Stelle, ich weiß überhaupt noch gar nicht, ob ich dieses Video hochlade. Ihr werdet es gesehen haben. Freunde, macht's gut. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Noch mehr wäre Schwafelei. Ich mache aus. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt schon geht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Es wird sehr viel Arbeit, es wird ein Bootcamp. Es wird mich dieses Jahr wahrscheinlich komplett mental zerreißen, körperlich zerreißen. Aber wenn man was will, muss man was geben. Und das mache ich. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video.